Big Ben. Cyanide Studio, Boss Psycho Matcher, Saison 2019, F-Mod. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal. Ich bin Frittenfriseur Let's Plays und wir machen jetzt ein neues Projekt, was wir noch nie gemacht haben. Wir spielen jetzt den Boss Psycho Matcher, Saison 2019. Ja, und dafür werden wir auf dem Schwierigkeitsgrad normal bleiben, weil das machen wir hier so. Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist so. Und damit es nicht langweilig wird, denn wie ihr wisst, ihr pfiffigen Kerle, haben wir auf diesem Kanal schon einen Karrieremodus. Und deshalb machen wir jetzt keinen Karrieremodus, sondern gehen eine Stufe weiter und sind beim Pro-Cycling-Modus. Schlüpfen Sie in die Rolle eines jungen, frisch Nein, das müssen wir nicht alles nochmal vorlesen. Herzlich willkommen zurück hier bei Pro-Cycling Manager 2019. Ich habe eine Umfrage gemacht im Pro-Cycling Manager-Modus mit dem Fritz Friedrich Sören. Die Karriere besteht übrigens noch, also wenn ich jetzt hier eins zurückgehe und klicke hier auf Laden, dann sehen wir es hier noch, ne? Also hier steht jetzt nicht der Name von ihm, aber Kacharoral, ihr wisst Bescheid. Und die Umfrage hat ergeben, was mache ich denn? Die Umfrage hat ergeben, ey, Fritte, du musst jetzt sofort eine Beer-Cycles-Karriere mit Iban Mayo starten. Und jeder, der mich kennt, weiß, wenn ich um sowas gebeten werde, fackel ich nicht lang und leg sofort los. So, wir werden nicht die Real Name Database nehmen, weil da sind, glaube ich, die Werte verändert und das möchte ich eigentlich gar nicht. Wir nehmen stattdessen die Real Name PCM Italia Database. Da sind die Werte gleich geblieben, aber die Namen wurden geändert und mehr möchte ich gar nicht. Drücken auf Spiel erstellen. Jetzt wird hier so ein bisschen geloadet und wir erstellen, so gut es uns möglich ist, Iban Mayo. Den Iban Mayo, den ihr ja vielleicht schon aus dem Tour de France 2003 Projekt kennengelernt habt. Wobei, ich hoffe, ihr habt ihn nicht dort kennengelernt. Denn dort war es nicht der Iban Mayo, den man kannte, weil er war ziemlich blass. Bis auf eine Etappe, glaube ich, da war er relativ weit vorne. Ja. So, also. Nachname. Mayo. Sollen wir den Doppelnamen nehmen? Weil Spanier haben ja immer einen Doppelnamen. Also er heißt in ganz ausgesprochen Iban Mayo Diaz, aber wir nennen ihn mal einfach nur Iban Mayo. Vorname Iban. Land. Er ist natürlich ein Spanier und genau genommen kommt er aus dem Baskenland. So, Größe 1,76 circa und wohl so um die 65 Kilo schwer. Das steht zumindest in Google und ich weiß, bei diesen Maßen von schwer zu reden ist eigentlich ein Witz. Geburtsdatum muss ich nirgendwo eingeben. Ach, das war dieser Bug, ne? So, Gesichtsbehaarung. Nee, hat er keine gehabt. War relativ blass eigentlich. Und wir haben sogar ein Gesicht. Pass auf, das habe ich hier sogar reingefriemelt. Ha! Aus der Datenbank vom lieben Stylos. Ne, aus dieser 2003er Datenbank habe ich mir das mal gerippt. Und damit haben wir sogar ein Bildchen von Iban Mayo. Und tatsächlich, der hatte Gesichtsbehaarung, aber nur minimal. Hier so einen kleinen... Der hat aber auch nicht immer gehabt. Egal. So, Hauptachse ist natürlich, wie sollte es anders sein, Bergfahrer. Nebenachse ist, wie sollte es anders sein, Puncheur. Und somit haben wir folgende Werte. Potenzial. Weltklasse. Großer Champion. Sehr gut ausgezeichnet. Was machen wir denn da eigentlich? Machen wir großer Champion, damit wir halt auch die volle Dröhnung haben? Schon, oder? Ja, machen wir mal. Also, Ebene 57, Berg 69, Hügel 68... Und so weiter und so fort. Ihr seht die Werte ja. Und dann gehen wir mal auf Weiter. Und jetzt müssen wir uns eine Mannschaft auswählen. Ja, und welche soll das sein? Also wir haben zum einen zur Auswahl Team Felbermeier, Simplon, Wels. Eigentlich, ja, das geht ja gar nicht, ne? Also Austriacast technisch und so. Also das Team unserer anderen Karriere, für jeden, der es nicht weiß. Und dann haben wir einmal die Möglichkeit, in der Continental Pro Liga zu starten mit Euskadi, Basque Country, Murias. Oder mit Equipo Euskadi. In der dritten Liga, also in der Kontinentalliga. Und ich denke mal, es ist logisch, was wir nehmen. Ich meine, wir sind mit Fritz Friedrich Sören in der zweiten Liga gestartet. Ich fand, das war ein bisschen zu weit oben für so einen jungen Profi. Und wenn irgendwas zu Iban Mayo passt, dann natürlich die Mannschaft, die der geistige Nachfolger von Euskaltel Euskadi ist, wo er ja auch damals fuhr. Wir starten mit der Equipo Euskadi. Ist doch wohl ganz klar. Oder? Ich hoffe schon. So. Also, dann schauen wir jetzt mal rein. Die Folge hier wird natürlich wieder so eine kleine Pilotenfolge. Ihr kennt das Spielchen ja, wie das so läuft. Und ja, ich weiß, wir starten jetzt wahrscheinlich erstmal wieder mit dem gleichen Kram wie damals, aber ihr wolltet es ja auch so. So, also, die Vorsaison müssen wir jetzt erstmal bestimmen.
Da starten wir natürlich wieder, wie gewohnt, mit sehr hoch. Ziele. Was haben wir denn so für Ziele? Was können wir denn so für Ziele machen? Was ist das erste Ziel? Region Murcia. Das können wir von mir aus eigentlich lassen. Wo hätte Asturias echt so große Ziele, soll ich hier schon ansteuern? Das ist ein bisschen heftig, oder? Ich meine, klar, wir können das noch ändern, aber puh. Und Vuelta Burgos ist auch ziemlich heftig. Okay. Naja, gut. Gut, Vorsaison haben wir gemacht. Ja. Löschen, okay. Willkommen in unserem Team. Iban, Ihre ersten Schritte in der professionellen Welt sind der Beginn eines großen Abenteuers. Unser Team, die Equipo Euskadi, freut sich für die kommende Saison auf Sie zählen zu können. Viel Erfolg oder viel Glück. So, das ist also Iban Mayo, das sind unsere Werte. 69 am Berg, 19 Jahre jung. Großes Talent aus dem Baskenland. Passen Sie Ihren Kalender an. Natürlich, das machen wir. So, 15 Punkte haben wir zu vergeben. Wir starten natürlich wieder mit den drei Cyanide Cups. Die kennen wir jetzt schon bestens. Dann kommt die Vuelta Ciclista Mallorca. Geil, das ist mal ein Auftakt, würde ich sagen. Das Rennen hier fahren wir gar nicht. Warum eigentlich nicht? Vielleicht sollte ich jetzt allererstes mal mein Training managen, oder? Ich glaube, das wäre ganz gut. So, wir machen wieder unsere typische Trainingseinheit. Uff, das geht ja gut los. Wieso ist hier 14? Na, jetzt ist hier 0. Okay. Das heißt, wir starten gleich mal mit einer vierfachen Belastung, aber es ist, denke ich mal, okay. So, dann schwer, schwer. Dann müssten wir hier wieder Pause machen. Das heißt, ich muss mir das mal aufschreiben, was wir nämlich nicht fahren dürfen. Und da fliegt was runter, das macht uns nichts. Also, hier das Rennen Porridge dürfen wir nicht fahren. Aber das kann man ja bestimmt dann auch irgendwie so sehen. So, schwer, schwer, schwer. Dann müssen wir hier wieder schwer. Schwer, schwer, schwer. Und dann hier wieder Pause. Was ist das? Kein Premium Miguel Indoor. Ah, das tut so weh. Vielleicht sollten wir doch mal den Anfang anders planen. 1, 2, 3. Eigentlich dürfen wir Mallorca nicht fahren. Es tut mir weh, aber dann fahren wir die nicht. So einfach machen wir das. Also, nochmal neu. Mallorca fahren wir nicht. Dafür können wir aber dieses andere Rennen fahren. Comunidad Valenciana oder was das war. So, schwer, schwer, schwer. Dann hier Pause. Dann können wir dafür den Porridge GP fahren oder Trofeo Porridge. Schwer, schwer, schwer. Pause. Schwer. Schwer, schwer. Pause. Also wir ziehen das jetzt hier wieder durch. Aktuell ist die Ermüdung noch sehr, sehr hoch. Was, denke ich mal, einfach daran liegt, dass wir halt am Anfang diesen Quatsch da drin haben. Also die Mallorca-Rundfahrt noch drin haben. Aber da werden wir uns ja jetzt rausfriemeln. Schwer, schwer, schwer. Pause. Schwer, schwer, schwer. Pause. Schwer, 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 Pause. Passt momentan ganz gut in den Rennkalender hier alles. Schwer, schwer, schwer. Pause. Und wir ziehen das jetzt einfach mal komplett durch und hoffen mal, dass wir da einigermaßen gut durch die Saison kommen damit. So, und das war's auch schon. Das heißt also, Mallorca wird auf jeden Fall kein Dingenskirchen sein. Das heißt, wir müssen die Mallorca-Rundfahrt auf jeden Fall rausnehmen. Kostet uns das jetzt Punkte? Nein, kostet's. Ey, das wurde mir in die Kommentare geschrieben. Ich habe das nicht geglaubt, aber es stimmt. Es kostet mich ernsthaft Punkte, die Mallorca-Rundfahrt abzusagen. So unter dem Motto, ja okay, es wurde mir in den Kommentaren auch erklärt, weil ja das Team dann theoretisch ohne mich planen müsste. Warte mal, wer, was, was, was? Wurde nicht bestätigt, aber sind auch nicht verloren gegangen. Aha. Ach so, okay, ich verstehe. Ja, warte mal, dann machen wir es halt doch wieder rein. Erstmal. Alter, es ist jetzt mega der Kack.
Machen wir es so. Ist das eine Idee? Schwer, schwer, schwer. Nochmal schwer. Dann machen wir hier nochmal schwer. Istrian Spring Trophy. Dann dürfen wir die halt nicht fahren. Ich denke mal, das ist jetzt nicht so schlimm, oder? Istrian Spring durchgestrichen. Dann machen wir das hier raus. Machen stattdessen hier die Pause rein. Dann sollte das doch passen. Machen wir es hier gleich schon mal im Kalender. Wo ist die Istrian Spring Pro? Hier. Was ist denn das? Das ist eh kein Rennen, was uns liegt. Gebt mir hier ruhig 5 Punkte aus, ist kein Problem. So, ich finde es übrigens sehr gut, dass die Erinnerungen nicht direkt gespeichert werden. Und so. So, dann haben wir die Pause. Schwer, schwer, schwer. Ach Gott, ey. Dann müssen wir das ja theoretisch auch rausmachen. Ey, Mann. Amore Bieta. Muss auch raus. Was ein Rotz. Das ist nicht gut hier. Geht ja gut los. So, wo ist das? Hier. Schönes spanisches Rennen. Schade. Na gut, aber wir müssen jetzt halt die Saison planen, ne? Und da können wir halt nicht jedes Rennen mitnehmen. Schwer. Schwer, schwer. Pause. Dann die Vuelta Aragon. Schwer, schwer. Ja, nehmen wir die halt mit und dann machen wir hier Pause. Schwer. Wir hätten nochmal Pause. Ey, keine Ahnung, ist mega kompliziert hier alles. Theoretisch müssten wir halt hier schon wieder eine Pause einlegen, ne? Oder wir machen es halt andersrum. Pause. Schwer, schwer. Naja, gut, das ist jetzt eigentlich auch nicht so schlecht. Außer das hier halt. Das ist schon wieder Quatsch. Komischen polnischen Rennen, ey. Warum soll ich da mitfahren? Jetzt haben wir halt alle Punkte ausgegeben und das nur für Negativänderungen sozusagen. Also halt nur für Rennen, die wir nicht fahren. Ist ja jetzt nicht gerade so prickelnd, dieses Gefühl. So, das sind die nationalen Meisterschaften, danach würden wir wieder in eine Pause gehen. Ja, ich weiß nicht, ne? Es ist hier irgendwie alles nicht so geil. Pause. Schwer, schwer, schwer. Pause. Ist halt doof, dass man das nicht alles frei wählen kann. Also wird es halt ein bisschen arg schwer, finde ich. Künstlich erschwert. Naja, gut. Sind wir jetzt damit zufrieden? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Also wir haben jetzt im Endeffekt nur negativ was geändert. Positiv gar nichts. Also wir haben jetzt, was ich damit meine, ist, wir haben halt nur Rennen verloren und sind jetzt keine neuen eingegangen. Was schade ist. Aber gut, dann müssen wir es jetzt erstmal übernehmen. Da kenne ich jetzt auch nichts, dann haben wir halt keine Saisonpunkte mehr übrig. Ist halt jetzt doof, aber was willst du machen? So, Asturias. Ich bin am überlegen, ob wir da die spanische Meisterschaft nehmen. Ich guck mal, wie wir da, wie die überhaupt aussehen. Ja, also es ist durchaus ein Rennen, was uns liegen könnte. Bilbao, ey. Also das ist doch, das schreit doch eigentlich nach uns, oder? Ich meine, es ist mitten im Baskenland. So, wenn ich mir jetzt die Asturien-Rundfahrt anschaue. Hügel. Okay. Hügel. Die Frage ist halt, ob wir da was reißen können, weil die Asturien-Rundfahrt ist traditionell eigentlich immer ein Rennen, wo richtig große Leute sich die Klinke in die Hand geben. Also da auf den Valverde zu treffen, die Chance ist gar nicht mehr. Gut, das ist bei der spanischen Meisterschaft natürlich genauso. Ja gut, dann lassen wir es hier erstmal so.
Also, Murcia, Asturias und Burgos. Das denke ich mal okay, oder? Für den Anfang. Haben wir jetzt hier relativ schnell die Dinge hier geschafft. Anfrage nach Wasserträgern können wir natürlich noch nicht machen. Ja, vielen Dank nochmal an jeden, der beim Voting mitgemacht hat. Und es freut mich auch so ein bisschen, dass ihr da auch auf das Bock hattet, worauf ich halt auch Bock habe. Das ist immer sehr cool. Ja, und damit würde ich sagen, wir sehen uns dann beim ersten Rennen wieder beim Cyanide Cup 1. Ein relativ flaches Rennen. Naja, wir werden es wahrscheinlich fahren. Weil, was bleibt uns denn übrig? Warum heißen die eigentlich Soto und Aramburu, ey? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Einfach das Team kopiert oder was? Ja, und dann wird es die Premiere geben vom wiederauferstandenen Iban Mayo sozusagen. Vom jungen Iban Mayo aus dem Baskenland bei der Mannschaft Equipo Euskadi. Dass ich das noch erleben darf. Das wird spaßig. Also bis zur nächsten Folge. Dann geht's richtig los. Auch so mit Rennen und so, ne? Nicht nur mit Planung, sondern dann wird auch mal geschafft. Also, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und ciao.